So, und damit hallo und herzlich willkommen, Freunde der käuflichen Liebe, zu einer neuen Folge Bayonetta hier auf meinem YouTube-Kanal. Und es geht direkt los hier mit dem, wie heißt das, Angel Attack. So, Moment, oh Gott. Ich treffe nicht. Nein! Verdammt, aber 31 Punkte, hey. So, alles klar. Ne? Letzte Folge haben wir, was haben wir? Ich glaube, die riesige Engelschlange besiegt und mit Jun einen kleinen Zwischenkampf gehabt und dabei die Pantherform, was die Pantherform? Ich glaube, es war die Pantherform, freigeschaltet. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Was hole ich mir denn wohl? Eine Zauberflöte? Engel in der Nähe nehmen dadurch. Aha. Was bringen denn nochmal die ganzen Lutscher hier? Ein undurchdringliches Schild. Stellt geringe Mengen an Lebenskraft wieder her. Oh, warum nicht? Kaufen. So, den Rest einmal tauschen. Dankeschön. Achso, okay. Was kommt nu? Achso, und was ich jetzt ab heute ein bisschen anders machen werde, ich werde kürzere Folgen machen, so 20 bis 25 Minuten. Also erstmal in der Hoffnung, ja, dass sich eventuell meine Watchtime dadurch ein bisschen ändert, also dass die Folgen halt auch wirklich gesehen werden und zum anderen, weil es halt mir Zeit spart. Sowohl beim Aufnehmen als auch beim Rendern, logischerweise. So, was haben wir denn hier? Kapitel 6, die Tore zum Paradies. Was passiert ja eigentlich bei Speichern? Aha, oh. Ja, machen wir mal. Habe ich noch nie gemacht, von daher speichern wir mal, ne? Kann ja nichts Schlechtes sein, so. Gates of Hell? Kann ich da in der Hölle? Könnte sein. Oh, egal, ich will spielen! So, da wären wir ja wieder mit der sexy Hexe. Oh, ein bisschen bewacht, wie sie aussieht. Ja, moin. So, hier ist erstmal ein Buch. Was haben wir hier? Entering Vigrid. Okay. Ups, mea culpa. Ah. Okay, keine Ahnung, welche Waffen besser sein sollten, aber hey. Sie ist mit Schlössern und Ketten fest verschlossen. Nichts, was mich davon abhalten würde, sie trotzdem zu öffnen, versteht sich. So, weg damit. Oh, komm. Na gut, fast. So, komm her. Du musst auch dran glauben. So. Jawohl. Okay. Moment. Ich hab Schaden genommen. Schweinerei. Moment, ich möchte erstmal hier das Schwert oder nehme ich das? Ne, ich nehme das Schwert. So, was ist jetzt hier? Auf der Oberfläche befinden sich Abdrücke, die vom Biestern stammen könnten. Sieht aus wie eine Art Schalter. Lass mich raten, dafür brauche ich meine Panther vor mir. Oh Gott, wie waren die? Verdammt, wie ging die Panther vor? Moment. Optionen. Steuerung. Ausweichen ins Visier. Schlagtritt. Sprung. Gegenstände einsetzen. Spielmenü. Bewegen. Verspotten. Waffe wechseln. Shit, das bringt mir alles nichts. Hm. So, ja, so habe ich zwei. Verdammt. Okay, da muss ich doch echt direkt mal kurz in der letzten Aufnahme nachgucken. Kleinen Moment. So war das. Alles klar.
Mhm. Oh, zweimal schnell ZR im Sprinten. Und nu? Okay, check. Die Hexenstatue dort ist auch in schlechter Verfassung. Es sollte ein leichtes sein, ihr zu ihrer früheren Herrlichkeit zu verhelfen. Ja moin. Was soll denn dit jetzt? Alter! Ey! Oh yes, baby! Oh, Y! Oh! Ah, hat glaube ich nicht ganz gereicht. Wuhu! Na los, komm her, ja. So, wo bist du? Und kontern, jawohl. So, diesmal gleich Y drücken. Jawohl. Und ab mit dir. Kleines Mistvieh. Und nochmal das Ganze. Jawohl. Schön fressi-fressi machen. Komm, genau, ab mit dem Kopf. Oh, komm. Jawohl. Nam, nam, nam. Lecker. Das ist lecker, das muss schmecken. So, lass mich raten. Die Statue ist jetzt wieder heile. Wer hätte es gedacht? Moment, kein Schaden. Platin, nice. Okay, und übers Wasser. Wuhu! Alles klar, ab dafür. Oh, hier, euch machen wir so fertig. Da kenne ich nix. Was nu? Okay. Moment, jetzt aber einmal. Wupp. So. Wie geht ihr? Ihr geht in so einer Linie, okay? Zack. Und jetzt? Aha. Ein Hebel. Ach, als ob. Oh. So, komm her, Keule. Ab mit dir. So ist das schön. Gib mir deine Lanze her. Hm, lass mich raten. Ich muss wieder mit meinem Hunter-Skill hier rüber. Oh, shit, nee. Verdammt. Nein. Ich hab die Lanze vergeudet. Ah. Okay, was haben wir hier? Notes on the Topic of Magic 4. Okay. So, kann die Statue hier auch irgendwas? Moment, was?
Oh, Moment, halt, Auszeit. So. Und weg mit der Barriere. Ja, mit der Waffe. So, weiter geht's. Wie kann ich eigentlich Gegenstände ausrüsten? Das ist auch noch so ein großes Rätsel. Ah, okay, nur kleine, na dann. So, weg mit dir. Oh, was jetzt? Da kommt noch was Großes. Nicht? Und nun? Eine scheußliche, giftige Flüssigkeit füllt den Bereich unter der Brücke. Es scheint zu gefährlich zu sein, in menschlicher Form über die Lücke zu springen. Mhm, na dann. Was denn jetzt? Als ob. So. Sag mal. Wo kommt der denn jetzt her? Uhu! Nice! Ja, nein, nur eine Goldmedaille, weil viel Schaden hat. So, mach die Tür auf. What are you boys doing in here? Are you hiding something from me? Come on. Something tells me I'm going to regret this. My sweet, lovely child. She is the key to your future. Okay. So, komm her hier. Okay, scheiße ausgewichen. So, und rein mit dir, die eiserne Jungfrau. Ah, shit. Obwohl, doch, ja. Jawohl. Da ist er weg. Der Hühnerschrecke. If
there's two things I hate in this world. It's cockroaches and crying babies. Well, a crying baby cockroach would be truly terrible. So don't you dare cry. Yes, Mommy. Fine. You've got to be a strong little one to survive in a place like this. What's your name, anyway? Cereza. Cereza? You're not from Vigrid, are you, little one? Where are you from? I'm from my house. Well, now, I'll hazard a guess this isn't your home. So what on earth are you doing here? My daddy told me to come here. And whereabouts is this daddy of yours? He was at work, but now I don't know where he's gone. I want to go home. I can't just drag you along wherever I go, little one. So you'd better not be getting attached to me. Yes, Mummy. Come now, little one. I'll help you out of here. But that's all. And you have to promise there'll be no crying. A single tear and you'll be crying alone. Got it? Okay, Mummy. Okay. Lotti, und plötzlich ist Bayonetta Mutter. Mensch, Sachen gibt's. Wo muss ich denn wohl lang? Check. Über die Lücke in dieser zerstörten Brücke zu springen, noch dazu mit einem Kind, ist zu gefährlich. Ich muss einen sichereren Weg finden. Okay. Ups. Sorry, mein Fehler. Nehmen wir nochmal die Tür hier. Na, geht doch. Bisschen stürmisch, aber hey. Vigrid Ruinen. So, was haben wir denn hier? Wir haben The Lagoon of Faith and Vigrid's Rise. Aha. Ach, als ob. Aue! Okay, das war einfach. So, Moment. Hochheben. Ah. Boom. Weg damit. Das Gebiet wurde wegen Verbesserungsarbeiten an der Infrastruktur gesperrt. Es mag ja umzäunt sein, aber ich kann den Zaun ohne Probleme durchbrechen. Okay. Weg damit. Oh, what? Achso, weglaufen, sagst du, okay? Ich seh nix. So. Okay. Ich mit dem Zaun. So, aufs Maul gibt's jetzt, Junge. So. Weiter geht's. Komm, Kleine. Okay, ich habe leider Schaden genommen. Verdammt. Ich krieg nur eine Silbermedaille. Schweinerei. So, was haben wir denn hier jetzt? Hier haben wir Purgatorio, Center of the Trinity. Mhm. Chapeau. Hier haben wir wieder irgendein Tor wahrscheinlich. Check. Auf der anderen Seite des Tors befindet sich eine völlig andere Dimension. Eine fantastische, nicht durchflutete Welt. Na, Sachen gibt's.
So, eine schwere Steinplatte. Sie trägt das Siegel der Sonne. Ah. Was ist hier? Die Figur scheint über das Tor zu wachen. Vielleicht sollte sie die Lumenweisen ersetzen. So, die ist kaputt. Die Hexenstatue wurde aufs Übelste geschändet. Es gibt Hinweise, dass die Tat von übernatürlichen Kräften begangen wurde. Aha. Ah, gehen wir doch einfach mal hier durchs Tor, ne? Scary the first time you see them. So, where was I? Oh, yes. Your kind invitation. I do hope you've prepared dessert as well. A lovely tea party. And dancing, too. Cereza, my dear, watch and learn. Okay. Awe! Alle! So. Au, Arm muss ich drücken, okay? Oh, shit. Reicht wenigstens, gut. Aue! Ey, lass das! So, komm mal her hier. Diesmal drücken wir aber A. Jawohl! Alter! Boah! So, weg damit! Gut. Alles klar, hätten wir das geklärt. Und damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt es von Montag bis Freitag um 14, 16 und um 18 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.